Vorsicht, heute geht es um eine glühend heiße 8-Kern-CPU, die auch noch brachiale Leistungen an den Tag legt. Ja, und damit ist nicht einfach reine Multicore-Performance gemeint, sondern auch sehr, sehr gute Gaming-Leistung. Und heute kommen wir tatsächlich zu dem, was ich in meinen letzten zwei Ryzen 5900X und 5950X Tests angesprochen bzw. angedeutet habe. Und zwar, dass man allein für Gaming auf jeden Fall die spürbar teurere Ryzen 9 Mainstream Oberklasse vernachlässigen kann. Es sei denn, man ist auf der Jagd nach mehr als nur einer geilen Gaming-CPU. Meine Damen, meine Herren, das ist der AMD Ryzen 7 5800X, ausgestattet mit 8 Kernen und 16 Threads auf neue Zen 3 Basis. Wenn ich jetzt gerade zum Zeitpunkt dieses Videos in den Preisvergleich schaue, wird mir ein Preis von so circa 460 bis 480 Euro für den 5800X ausgespuckt. Das entspricht sogar ausnahmsweise einmal ungefähr der UVP, der unverbindlichen Preisempfehlung, wenn ich mich nun nicht ganz irre. Laut AMD beläuft sich die UVP nämlich auf 449 US-Dollar. Was für eine nette Überraschung. Weniger überraschend hingegen ist die Tatsache, dass AMD ihre dominante Marktposition als derzeit führender CPU-Hersteller, zumindest was Multithreading angeht, voll auskostet und ähnlich wie Intel es zuvor schleichend Jahr für Jahr gemacht hat, die Preise langsam aber sicher anhebt. Während beispielsweise ein Ryzen 7 3800X theoretisch noch 399 Dollar UVP gekostet hat, sprechen wir im Falle des heutigen 5800X von genau 50 Dollar mehr, also 449 Dollar laut UVP-Angabe von AMD. Im Vergleich zur gebotenen Leistung vielleicht nach wie vor kein schlechter Preis, doch es dürfte uns allen klar sein, wie wichtig gesunde Konkurrenz ist. Ansonsten nehmen die Preise künftiger Ryzen-Generationen ganz andere Formen an. Nun gut, darum soll es heute aber auch nicht gehen. Wie auch in den vergangenen Videos von mir, tritt der heutige 5800X nicht nur gegen seinen direkten Vorgänger 3800X an, sondern ebenso gegen AMDs teureren, leistungsfähigeren 5900X und 5950X Ryzen 9 CPUs. Selbstverständlich werden wir auch ein Auge darauf werfen, wie sich ein solcher 5800X gegen CPUs Intels 10. Generation so verhält. Eine schon mal vorweg, der 10-Kerner i9-10900K bekommt Konkurrenz und das wohlbemerkt von einem 8-Kerner. Dann mal auf in den Spaß! Wie auch in den letzten Videos will ich freiwillig meinen Dank an den flinken Spartanerkrieger Georgios vom Hardware Shop Equipper zum Ausdruck bringen. Extrem früh konnte mir die Ware beschafft werden, sodass ich quasi einen ganzen Monat lang mich meiner riesigen Testsystemumstellung widmen konnte. Mein Alltag hat also aus Testen, Testen und Testen bestanden. All die Arbeiten konnte ich aber, wie ich finde, erfolgreich abschließen. Somit ein erneutes Dankeschön an Georgios. Hashtag not sponsored. Ich nehme an, niemand von euch hat sich hier ernsthaft weiteres Zubehör für den 5800X erhofft oder erwartet. Der Verpackungsinhalt besteht tatsächlich nur aus der nackten CPU und dem üblichen Papierkram. Wie steht's nun um das Kernlayout? Wie ich in den letzten Ryzen 5000 Tests schon erwähnt habe, haben AMD mit Zen 3 4-Kern CCX Layouts fürs erste komplett verabschiedet. Vorher mit Zen 2 war es zum Beispiel so, dass ein 8-Kern aus zweierlei Gruppen 4-Kerne bestanden hat. Das wurde dann ein CCX bzw. Kernkomplex genannt. Beide solcher CCX-Einheiten hatten ihren eigenen 16 MB Level 3 Cache, auf den sie zurückgreifen konnten. Allerdings war hierfür ein kurzer Ausflug zum EODI notwendig, damit die Kommunikation zwischen den verschiedenen Kernen stattfinden konnte. Bei Zen 3 ist es also zur Vergrößerung der CCDs bzw. CPU-Dies gekommen, was irgendwo heißt, dass weniger Zwischenkommunikation stattfinden muss, wenn man es denn so vereinfacht ausdrücken will und kann. Im Falle des 5800X erhalten wir somit nur eine einzige CCD, einen 8-Kern-Die, der nicht geteilt ist. Der ganze Die hat somit schnellen Zugriff auf den ganzen 32 MB großen L3-Cache. Unterm Strich heißt dies wiederum, dass die Latenzen dadurch erheblich reduziert werden. Das wirkt sich somit auch spürbar auf die Leistung aus, insbesondere in Spielen. Neben architektonischen Gründen ist somit auch dieses stark überarbeitete Kernlayout Grund für so große Leistungssprünge von einer Generation auf die andere. Bevor wir nun zum Taktverhalten kommen, stelle ich euch kurz mein frisches Testsystem vor.
Kernstück ist dieses feine ASRock X570PG Velocita oder Velocita Mainboard, was tatsächlich derzeit mein Favorit unter X570 Brettern ist. Technisch mehr oder weniger auf Spitzenniveau, während der Preis fürs Gebotene doch noch human ist, so ausgedrückt. Gekühlt wird die CPU dann mit der gewohnten Deepcool Castle 240EX AIO-Wasserkühlung und als Grafikkarte spanne ich die schweineteure, aber für diesen Zweck gut geeignete Nvidia RTX 3090 ein, wie immer die von Asus in der TUF Gaming Edition. Belaste ich nun alle 8 Kerne des 5800X, erreiche ich zunächst einen Takt von ca. 4567 MHz. Dieser hält sich auch ziemlich stabil, bis er halt von der längeren Testdauer minimal runtergedrückt wird, und zwar auf 4542 MHz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was den Boost-Takt betrifft, werden von AMD offiziell maximal 4,7 GHz angegeben. Bei mir liegen mit maximal 4841 MHz sogar spürbar mehr an. Es kommen dabei übrigens keine Hilfsmittel wie PBO Precision Boost Overdrive ins Spiel. Dies würde nur weitere Variablen ins Spiel bringen, die wir hier erstmal nicht wollen. Im Spiel Shadow of the Tomb Raider erreiche ich dann im Durchschnitt maximal so zwischen 3220 bis 4840 MHz. Es schwankt halt stark, je nach Berechnungsaufwand. So, genug um den heißen Brei herumgeredet, jetzt müssen wir auch mal zu den Testergebnissen kommen. Viel Spaß! Auch in meinen vergangenen Tests zu den Ryzen 9 CPUs, AMDs neue 5000er Serie, gesagt habe, ist hier nichts anderes als ein großes Lob für die großen und definitiv spürbaren Leistungszuwächse auszusprechen. Was AMD mit Zen 3 aus dem Hut gezaubert hat, ist nicht ohne und lässt nicht nur die eigene 3000er Vorgängergeneration, sondern auch Intels noch bestehende Aufstellung der 10. Generation schwitzen. In einigen Produktivitätsaufgaben wie Rendering etc. macht der 8-Kerner Ryzen 7 5800X dem Intel i9 10900K, der über ganze 10 Kerne verfügt, ernsthafte Konkurrenz.
Entweder klebt der 5800X dem 10900K dicht an den Fersen oder die AMD-CPU übernimmt sogar ein wenig die Führung. Dazu muss aber fairerweise gesagt werden, dass es ganz aufs Anwendungsgebiet ankommt. Nicht jedes Programm zeichnet dasselbe Bild ab. Davon abgesehen wären 5800X und 10900K gar nicht einmal dafür bestimmt, um miteinander verglichen zu werden. Die momentane Preislage allerdings scheint einen solchen direkten Vergleich aber zu verlangen. Jedenfalls heißt das auch, dass AMD einen erheblichen Abstand zwischen neuem und altem Modell entstehen lässt. Der 5800X ist einfach so viel schneller als ein 3800X. Und dies gilt nicht allein für die Multicore-Leistung. Nein, viel beeindruckender für die Gamer unter euch dürfte noch der fantastische FPS-Zuwachs sein. Ein 5800X katapultiert sich selbst fast an die Spitze und hängt den teureren 5900X und 5950X CPUs nicht weit hinterher, falls denn überhaupt, wenn manche Spiele berücksichtigt werden. Der Durchschnitt aller von mir getesteten Spiele sagt viel aus. Ich will also echt nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ein 5800X stellt eine hervorragende Gaming-CPU dar, mit der man aber auch prächtig aufwendige Arbeitslasten bewältigen kann. Natürlich nicht im Ryzen 9 Leistungsniveau, aber dennoch sehr anschaulich, was mit diesem flotten 8-Kerner alles so möglich ist. Der Stromverbrauch sieht dabei auch gut aus, da kann man nicht meckern, wobei wohl das effizienteste Modell der Lineup auf den Namen 5950X hört, das Flaggschiffmodell. Etwas unerwartet für manche dürften dann aber wohl die Temperaturen sein. Man würde sich wohl von einem 12 oder 16 Kerner höhere Werte erwarten, doch tatsächlich läuft ein 8 Kerner von AMD erheblich wärmer. Tatsächlich würde ich sogar das Wort kleiner Hitzkopf dafür in den Mund nehmen. Wer also plant, sich einen 5800X ins Haus zu holen, sollte auf jeden Fall eine potente Kühllösung parat haben. Dieser 8-Kerner ist etwas schwieriger zu bändigen als die anderen zwei Modelle der Oberklasse. Aber davon abgesehen, einfach top, was uns AMD derzeit im CPU-Lager bietet, wenn gelegentlich auch über den Preis geschimpft werden kann. Das sieht jeder, glaube ich, am Ende etwas anders. Wobei wir zwar Lobeshymnen über AMD singen können, könnte sich momentan auch um so eine Art Ruhe vor dem Sturm-Situation handeln. Aktuellsten Gerüchten zufolge darf man Großes vom blauen Giganten Intel erwarten. Erstmal zwar maximal mit nur 8 Kernen, keine 10 Kerne mehr, doch der angebliche IPC-Leistungszuwachs sollte für Gaming zumindest phänomenal werden. Intels Roadmap ist aber ein kleines Chaos, wenn man es so ausdrücken mag. Zu Ohren gekommen ist mir auch schon ein 16-Kerner, der uns eventuell dieses Jahr noch beglücken soll. Ob das stimmt? Keinen blassen Schimmer. Ich will damit nur sagen, die Konkurrenz scheint zum Glück nicht zu schlafen, was im Endeffekt uns Kundschaft zugute kommt. Nichtsdestotrotz, den AMD Ryzen 7 5800X kann ich euch wärmstens weiterempfehlen, für Gaming sowohl als auch für Produktivität. Wie immer, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ihr hört hoffentlich von mir im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund.